Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Runde Feed the Beast Inventions. Und wir sind hier bei unserer kleinen, ja, Merktafel, bei unserer Projekttafel. Und ich habe jetzt mir gerade mal ausgeguckt, dass wir heute uns mal darum kümmern wollen, den Pulverizer zu bauen und hier den Schlacke-Tank. Denn hier ist schon wieder ganz schön viel mit Schlacke voll. Oh, die Musik ist ganz schön laut, oder? Als allererstes müssen wir uns aber hier nochmal kurz erleichtern. Nee, gar nicht wahr. Als allererstes machen wir jetzt was ganz Besonderes, nämlich ich habe hier schon mal was vorbereitet. Habe ich es hier reingesteckt? Genau. Wir hatten ja Obsidian in der letzten Folge gefunden und dieses Obsidian, da habe ich schon mal hier neue Werkzeugköpfe draus hergestellt und die möchte ich jetzt gleich hier auf das Werkzeug draufschrauben. Wir tun aber erst noch hier unsere Erze, die ich gefunden habe, noch mal kurz hier in diese Kiste reinstopfen. Ihr seht, hier hat sich schon wieder ganz schön viel angesammelt. Wir müssen halt mal gucken hier. Da ist jetzt 19 Gold schon wieder drin und ich sage euch, unten im Keller hat sich einiges getan. Ich habe da schon ziemlich viel gegraben und da ist jetzt schon richtig unser Weg zur neuen Base ist schon stark vorangeschritten. So, wir machen erstmal hier alle Werkzeuge erstmal fein hier. So, jetzt gehen wir nochmal hier drauf und drücken hier auf den Amboss. Legen dann das hier rein und das hier rein. Und wir bekommen hier eine Obsidian-Spitzhacke, die gleich auch schon die Sachen hier drauf hat, die wir hier auf der alten drauf hatten. So, jetzt machen wir das auch mit der Axt. Ich habe keine Ahnung, warum das gestern nicht funktioniert hat. Jetzt heute funktioniert das hier. Vielleicht hatten wir das bei den anderen Aufnahmen vergessen, irgendwie vorher zu reparieren. Achso, das Stahlrapier. Genau, da hätten wir jetzt auch schnell noch. Das machen wir auch schnell noch. Wir machen jetzt schnell noch mal aus Obsidian. Machen wir auch die Rapiersachen gerade noch mal neu. So, das sind ja hier zwei Gussdinger. Hier einmal der Griff und dann das Schwert an. Das Schwert an sich, genau. So, ich habe hier Obsidian noch ausgewählt. Dann gehen wir mal hier drüben hin und machen hier mal ganz schnell hier die Dinger rein und gießen uns schnell nochmal diese Teile. Ach, jetzt reicht es nicht, oder was? Ja, so ein Mist. Jetzt muss ich tatsächlich loslaufen und ein bisschen Obsidian holen, oder was? Das ist ja doof. So ein Mist. Da haben wir denn, wir hätten zuerst die Klinge gießen sollen. Nee, nicht Nässer, sondern hier habe ich es reingetan, genau. Pass auf, wir machen mal zwei. Brauchen wir flüssiges Obsidian? Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Müssen wir Obsidian für irgendwas später nochmal... Brauchen wir das später nochmal für irgendwas? Ich mache erstmal einen. Da ist doch noch Obsidian. Hier, geschmolzenes Obsidian. Nee, komm mal wieder raus. Ich habe nicht richtig drauf gedrückt oder so. Ach, die Klinge geht vielleicht gar nicht aus Obsidian. Das wäre natürlich möglich. Das liegt durchaus im Bereich des Möglichen, dass wir da keine Klinge draus machen können. Warte, wir können auch gucken hier. So, Obsidian. Obsidian geht nicht. Alumite, Stahl, Schweineeisen. Was sind Schweineeisen? Invar, Ferrös und so weiter. Ja, schön, fein, toll, gefällt mir. Wenigstens den Griff haben wir gekriegt. Und den können wir natürlich jetzt nochmal schön hier dran schrauben. So, wir legen das Ding mal hier rein und wir legen unser Schwertchen hier rein. Und wir bekommen jetzt hier ein verbessertes Schwertchen. So, das hätten wir gemacht. Also, jetzt kann es richtig losgehen. Jetzt haben wir hier schon Abbaulevel Obsidian. Ich hoffe, dass wir die auch bald dann noch ein bisschen verbessern können. Oder wisst ihr was? Wir machen mal ganz kurz einen Ausflug. Nee, ich wollte ganz kurz noch was gucken bei den Monsterkiste, ob wir da vielleicht... Ah, wir haben erst eine Enderperle. Wir müssen Enderperlen besorgen. Dann können wir nämlich hier auch unseren Fahrstuhl mal aktivieren. Dann müssen wir hier nicht immer diese Leiter runter, was ein bisschen nervt. So, ihr werdet euch wundern, was ich unten schon alles gegraben habe. Ich war sehr fleißig. Bin schon... Habe ich eben schon mal gesagt? Ich glaube, ich habe es eben schon mal gesagt. Ich bin schon 400 Felder weit gekommen. Moment mal, jetzt muss ich gerade mal hier zur Seite gucken. Mein Ventilator hat aufgehört, mir Wind entgegenzupusten. Kannst du bitte weitermachen? Danke!
Jetzt ist nämlich schweineheiß hier drin. So. Hier habe ich vorhin nochmal so eine Decke reingezogen, weil von oben sind andauernd Monster runter getroppt. Können wir das jetzt abbauen? Ach, das können wir immer noch nicht abbauen. Mein Gott, ey. Na gut, wir gucken mal hier. Das können wir hochschicken, das können wir hochschicken. Die legen wir uns mal hier neben hin. Den Wassereimer hier unten hin. Und das, da haben wir noch 7 Steinchen. Die können wir natürlich jetzt auch sofort hier hinsetzen. So, wir werden erstmal hier durchjagen. Und erstmal... Ich wollte Steine setzen. So, wir werden erstmal hier kurz hier durchjagen und werden mal Sachen abbauen, die jetzt hier sowieso schon zu sehen sind. So, es gibt nämlich hier... Ah, warte mal, hier die überstehenden Steine machen wir einfach gerade mal weg beim hier entlanglaufen. So, und da kommt schon wieder ein Kandidat, der unser Schwert gerne mal sehen will, wie das funktioniert. So, hier vorne haben wir ja schon öfters jetzt was abgefarmt sozusagen. So, und da haben wir schon einen neuen Abbaulevel gekriegt. Wir hauen einmal drauf und schon gibt es neue Abbaulevel. Wir gucken gleich nach, was draus geworden ist. Aber erstmal holen wir uns hier das gute Zeug. So, ich wollte nämlich gerne hier diesen Abbaulevel, wollte ich nämlich noch bekommen. Oh, hier, guck mal hier, es geht richtig... Hier ist richtig, richtig viel Zeug jetzt rauszuhauen. Das ist jetzt nicht so spannend hier. Mit dem Blei und so. Das ist jetzt nicht das, was mich interessiert. Ich wollte jetzt eigentlich gerne mal... Hier hinten gibt es nämlich unheimlich viel Gold und Eisen. Und hier Jelurite. Jetzt können wir es abbauen. Wir können es abbauen. Leute, wir können es abbauen. Wir haben gewonnen. Hier habe ich eben einen Gang gegraben und bin total von meinem Weg abgekommen. Ich weiß gar nicht, warum. Ich weiß gar nicht, wie es dazu kam. So, wir können es endlich abbauen. Wir haben unsere Spitzhacke verbessert und können jetzt hier richtig loslegen. Das ist natürlich jetzt hier geil. Jetzt können wir jetzt endlich hier den Treibstoff für unsere Anlage besorgen. Licht geht gleich wieder an. Das ist manchmal ganz komisch, dass das ausgeht, weil ich habe ja eine Fackel auf dem Rücken. Eigentlich dürfte das gar nicht passieren. So, da kommt jemand, der gerne unser neues Rapier mal sehen will. Guck, so sieht's aus. So kann man damit draufhauen. Und funktioniert echt gut. Ah, ihr wollt's auch sehen? Ja, also so sieht's aus. Man kann damit zuhauen. Tut auch richtig weh. Ich zeig's euch nochmal. Pass auf, ich komme ein bisschen näher, damit ihr es besser sehen könnt. So sieht es aus. Ja, also ihr müsst jetzt nicht vor Begeisterung hier gleich umfallen. Ist schon geil, muss man sagen. Ja, so. Hier, Redstone. Und dieses Marakte, da konnte man irgendwie eine Rüstung draus bauen. Deswegen, guck mal hier oben. Ist das nicht geil? Hier ist überall was. Und jetzt können wir auch endlich das abbauen. So, stellen wir uns mal hier drauf, dass wir da drankommen. So, das Redstone. Das da. Das da. Jetzt müssen wir da nur noch hochkommen. Und da unten liegt sogar noch Redstone rum. So. Eine ganze Menge Zeugs hier gesammelt schon. Und ihr seht, hier ist jetzt richtig was los. Hier kann man jetzt richtig toll farmen. Da ist noch ferröses Eisen. Das sollte man noch mitnehmen. Ferröses Eisen. Sind wir schon vollgeladen? Ey, wir sind schon randvoll geladen. Hier, das verrottete Fleisch schmeißen wir mal raus. Gut, da müssen wir ein bisschen zielgerichteter hier nochmal sammeln. Hier habe ich schon zugeschlagen. Hier sieht man, hier ist der Gang noch nicht so fertig. Wir brauchen auf jeden Fall hier das, brauchen wir in größeren Mengen. So, ich muss hier ganz schnell Treibstoff besorgen für unseren Reaktor, weil wir sind nämlich echt am absoluten Limit. Es geht bald nicht mehr weiter. Da hinten kommt irgendein Monster. So, guck mal. Ja, ihr könnt alle gucken. Ich habe genug Schwert für alle da. So,
Yellorite. So. Oder Yellorium. Da haben wir noch ein bisschen was. Aber es sind alles immer nur so einzelne Bröckchen. Damit werden wir natürlich nicht satt. Ja, also wir brauchen ja eine ganze Menge für unseren Reaktor. Das sieht doch schon mal ein bisschen besser aus. Hier gibt es wenigstens schon mal drei Klötze. Hier seht ihr aber auch, hier ist überall Gold. Das werde ich natürlich jetzt im Laufe der Zeit, das mache ich immer sonst zwischen den Folgen. Und hier ist so ein kleines Basecamp. Huch, kam da jetzt. Wo kam das jetzt her? So, Yellorium. Hier ist jetzt Ende, weil hier ist nämlich. So, pass auf, hier habe ich den Gang gegraben, dann habe ich hier. Ach, hier bin ich abgekommen. Ach, Mist. Hier bin ich leider vom Weg abgekommen. Ah, so ein Mist. Da muss ich nochmal graben. Also der Gang hier ist vollkommen sinnlos. Da ist was. Das müssen wir mitnehmen. Ganz dringend, sonst haben wir gleich keinen Strom mehr. So, schön, dass wir jetzt hier endlich. Also tatsächlich muss man sich dann am Abbaulevel auch orientieren. Man muss immer die Waffen bauen. Man muss aus dem Zeug bauen, was der höchste Abbaulevel anzeigt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Abbaulevel 10 habe, dann muss ich zum Weiterarbeiten dann mir ein Werkzeug bauen, was dann auch aus Zinn ist. Das steigert sich dann nochmal um eine Kategorie und man kann dann bessere Sachen damit abbauen. So. Bisschen doof, weil Zinn, gerade Zinn ist ja total billig. Und total weich. Daraus kannst du keine Werkzeuge bauen. Da haust du einmal auf den Stein, dann ist dein Werkzeug platt. Ja. So, hier habe ich aufgehört zu bauen, weil hier ist mir irgendwie aufgefallen, kann ja nicht sein. Ich habe den Weg verpasst. So, hier. So, wir laufen mal zurück. Ihr seht, hier habe ich auch schon ausgeleuchtet und ich bin gerade dabei, hier diese Lücken hier zu stopfen. Das muss man noch mitnehmen. Und hier Diamanten nehmen wir auch nochmal mit. Ach, wir haben keinen Platz mehr, oder was? Dann fliegt leider hier das Olivin raus. Also das, da muss ich tatsächlich sagen, da sind mir die Diamanten sind mir da lieber. Die nehme ich dann lieber mit. So, das nehmen wir auch mit. Hüpf. Und da vorne kommt noch ein bisschen. So, das nehmen wir auch mit. Jetzt gucken wir mal. 46 Stück ist schon mal nicht schlecht. Muss man ehrlich sagen, kann man mitarbeiten. Wir kriegen ja jetzt dadurch, dass wir das im Ofen machen. Oh, schnell raushüpfen. Das stopfen wir gerade mal hier. So. Da wir das ja jetzt oben in den anderen Ofen machen, bekommen wir ja eigentlich das Doppelte raus. Und ich hoffe, dass das erstmal als Treibstoff reicht. Ab jetzt kann man es ja auch abbauen. Jetzt ist ja nicht mehr so schlimm. Jetzt können wir da auch uns die Taschen voll machen. Aber warte mal, jetzt können wir auch Ardite abbauen. Für was brauchten wir das denn? Brauchten wir das nur für unsere Waffen, die wir bauen wollten? Oder für unsere Werkzeuge? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. So, hier, wir gehen mal hier hin und machen hier erstmal. Habe ich hier schon mal Yellorium reingestopft? Nee. Gut. Machen wir das erstmal hier rein. Ihr seht, es ist ziemlich voll hier drin. Ich muss hier mal wieder aufräumen. Aber das machen wir nicht jetzt. Gut. Wir wollen den Pulverizer bauen und wir wollen die Schlacke-Tanks bauen. Genau. Hier haben wir ja auch schon Tanks. So, ihr seht, hier kann man schon wieder. Können wir schon wieder was abgeben. So, erstmal was futtern. So, wir brauchen erstmal Glas. Glas, dann brauchen wir Kupfer und dann brauchen wir Ingwer. Achso, wir müssen uns erstmal leer machen, weil wir ja bis oben hin voll mit Zeug jetzt. So. Ach genau, und dann würde ich auch gerne hier bald mal unsere.
habe doch gerade was gehört hier. Dann würde ich auch gerne mal bald hier unsere Sortieranlage an den Start bringen. So, wertvolle Sachen. Ihr seht hier, guck mal, Diamanten habe ich schon eine ganze Menge gefunden. Das macht da unten in unserem Abbaulevel von 11. Das ist schon ganz gut, dass ich da runtergegangen bin. Glas wollte ich mitnehmen, genau. So, Glas nehmen wir mit und wir nehmen mal 64, reicht auf jeden Fall aus. Die nehmen wir mit, dann brauchen wir Kupfer und Invar. Das habe ich aber gerade eben schon mal gesagt. So. Das klingt mir noch in den Ohren nach, dass ich das gesagt habe. So, hier ist Invar. Haben wir nur so wenig Invar? Das ist aber eher unpraktisch. Kupfer haben wir auch noch da. So, dann gehen wir mal hier hin. Wir machen das Invar in die Ecken. So, das Kupfer dahin und Glasscheiben in die anderen Fächer. So, jetzt bekommen wir hier 4 Tanks. Das ist mir eigentlich zu wenig. Ich wollte eigentlich viel mehr bauen. Habe ich da noch Invar hier drin? So, Obsidian, Stahl. Das tut nicht schmelzen. Wieso? Hä? Wieso läuft das nicht? Ich habe schon ganz oft hier Lorium damit gemacht. Das ist jetzt merkwürdig. Da muss ich mich nachher mal drum kümmern. Was wollte ich holen? Invar. Silber, Ender, Ender? Ender? Resonantes Ender? Wo habe ich denn resonantes Ender her? Da ist bestimmt ein Enderman oben reingefallen. Ist ja auch Blut drin, weil Blut wird auch dafür sprechen, dass hier... Das ist Blei, aber hier ist irgendwas noch dazwischen. So, was haben wir hier unten? Geschmolzenes Obsidian. Okay. Dann müssen wir hier erstmal Obsidian gießen. Da kriegen wir noch einen raus. Da kriegen wir noch 2 raus. Ja, ich kümmere mich nachher darum. Jetzt müssen wir erstmal was anderes machen hier. So, wir haben jetzt hier... Warte mal, ich weiß, wo Invar ist. Invar, Invar. Oh, wie schön ist dieses Invar. Ich glaube, hier unten in der Kiste ist noch was drin. Hier. 10. Ist ja jetzt nicht so die Masse, die ich mir vorgestellt habe. Ich dachte, hier wäre jetzt ein Stack drin oder so. Aber naja, gut, komm. Brauchen wir überhaupt so viele Tanks, wie ich jetzt gerade hier... Ich glaube, ich brauche schon wieder viel zu viel. Doch, wir brauchen die. So, wir machen mal 6 Tanks. So, okay. Nein, jetzt hat er hier tragbare Tanks. Genau, das Invar war aufgebraucht. Jetzt hat er mir noch weitere Tanks gebaut aus dem restlichen Kupfer und aus dem Glas. Pass auf, jetzt machen wir erstmal hier Tanks. Ne, wie heißen die denn? Tank. Genau, ich muss Tank schreiben. Spiel hängt. So, wo sind sie? Hier unten. Wir haben also hier den gehärteten Tank. Jetzt möchte ich eigentlich hier gerne den verstärkten Tank haben. Und der wird gebaut aus... Ja, Quarzglas ist ein bisschen anstrengend zu bauen. Was ist es denn hier? Verstärkt? Was ist der Verstärkte? Obsidianstaub und Lumiummischung oder so irgendwas. So, Quarzglas. Also wir brauchen immer Obsidian und dann müssen wir irgendwie hier so ein Lied noch dazu. Okay. Also wir müssen erst einen Pulverizer bauen. Aber wir haben jetzt schon ein paar Tanks hier. Und da wollte ich mal testen, wenn wir jetzt so einen Tank einfach hier oben drauf stellen, ob das auch funktioniert.
ob die dann leer gepumpt werden, weil die sind nämlich alle hier voll. Machen wir es einfach mal. Guck hier, die sind voll. So, wir machen uns hier mal so eine Behelfstreppe. Und wenn ich jetzt hier so einen Tank draufstelle, ja, so, füllt er sich dann? Klappt wohl nicht. Aber es müsste eigentlich funktionieren, wenn wir das hier draufstellen. Oh! Das ging aber jetzt ratzfatz hier. Ich wollte jetzt gar nicht abbauen. So, pass auf, wir machen das wieder hier hin. So. Das war gar nicht geplant. So ein Mist. So. Das füllt sich aber jetzt hier. Und wir hatten hier oben ja auch noch irgendwo so ein Ding stehen. Guck hier, der ist leer. Aber da stellen wir auch schon mal so einen Tank drauf. Dann kann der, wenn der jetzt hier irgendwann die Pflanzen anbaut, dann kann der das da machen. So, die haben, glaube ich, nicht so ein Zeug drin. Nee, da ist zwar auch noch so ein... Ah, guck mal hier, unsere Fütterungsstation. Die hat ganz schön viel gebracht. So, ich wollte eigentlich hier drüben diese Dinger leer pumpen. Die da. Aber da müssen wir, wenn wir es jetzt hier an die Seite hängen, das macht aber auch keinen Sinn. Da müssen wir noch Flüssigkeitsleitungen bauen, damit das klappt. So, also, wir brauchen noch einen Pulverizer. Eigentlich wäre es auch gut, wenn wir zwei Pulverizer bauen würden. Da gucken wir uns jetzt mal an, was für die Pulverizer so gebraucht wird. So, Pulver. Ja, bei den Pulverizern ist es so ein bisschen doof. Da brauchen wir eigentlich einen guten Maschinenkern. Ich hatte ja mal gelbe gebaut. Ich weiß nur nicht, wo die hingekommen sind. Pass auf. Wir machen mal Maschinenrahmen. Maschinenrahmen. So, die gelben sind die hier. Da wird Ingwer für gebraucht. Mist. Wir brauchen Ingwer. Dann müssen wir vielleicht doch nochmal unseren Schmelzofen nochmal dafür einsetzen. Pass auf, wir brauchen ferröses Eisen. Ferröses Erz. So. Das hier hat ja nicht so gut geklappt. Ich weiß nicht warum. Ich habe das also jetzt hier noch nicht geschmolzen, aber sonst ferröses Erz. Guck, das läuft los. Gold können wir auch noch dazu schmeißen. Ferröses Erz. Und Yellowrit-Erz, das schmilzt hier komischerweise nicht drin. Das ist doof. Das ist richtig, richtig doof, weil wir haben, da müssen wir es normal schmelzen, aber ich hätte das gerne verdoppelt, weil der Ofen ja hier alles verdoppelt, was so... Guck, jetzt habe ich hier 15.000 Ingwer. Die können wir jetzt erstmal hier gießen. Was ist hier drin? Eisen. Okay. So, schön gegossen. Und das Eisen müssen wir dann auch irgendwann rauspumpen. Aus den Gießbassins hier. Wie viel ist denn da drin? Ja, das fehlt halt noch ein bisschen was. So, wir müssen hier nochmal... So, jetzt haben wir 12. Das müsste eigentlich jetzt noch hinhauen, oder? Oh, es wird knapp. Es wird knapp.
Und da ist es weg. So, mal gucken, wie viele jetzt hier vollgelaufen sind. Alle. Gut. Da haben wir Glück gehabt. So, jetzt gucken wir noch mal hier nach dem Eisen. Zinn, du, da hast ein bisschen Eisen, 5000. Dann kriegen wir nämlich hier hinten die zwei vielleicht noch gerade noch fertig. So, das hier und das da. Und eigentlich können wir auch noch einen weiteren gießen, weil da war so viel drin, 5000. So eine Füllung hier hat 1400, verbraucht die. Also 1400. Na komm. So, Eisen. Und dann gehen wir mal hier hin und so, hier haben wir ein bisschen Eisen noch und hier gibt es jetzt insgesamt 100 Invar. Leider ist die Folge rum, also wir müssen uns tatsächlich in der nächsten Folge darum kümmern. Die Schlacketanks haben wir gebaut. So, die stehen auch schon hier drauf, das funktioniert. Hier hinten muss ich wahrscheinlich noch irgendwie so eine Flüssigkeitsleitung mal bauen. Und dann lassen wir das abpumpen. Da machen wir so eine Enderleitung. Ich zeige euch die mal. So, wir machen mal hier Ender. Und zwar ist das hier, das ist die Flüssigkeit, das ist die Hochdruckleitung. Genau, das hier wollen wir bauen. Wir brauchen dafür Leitungsbindungen und hier ziemlich Glas, was wir chiseln können. Aus ganz normalem Glas. Okay, wir müssen also ein Chisel bauen und wir müssen dann so ein bisschen ziemlich Glas machen. So, das ist ja ziemlich klar, das Glas. Und das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Wir sehen uns. Ciao. Und tschüss.